Herr Papke, schön, dass Sie sich zwischen Ihrem Termin Zeit genommen haben für uns. Es geht ums Gloria. Es ist ja wunderschön, es ist das Jahr, wedelt ja schon lang über den Köpfen. Jetzt gab es Fördermittel und auch in einer schönen, doch sehr schönen Höhe. Wie geht's Ihnen jetzt eigentlich? Naja, Sie können sich ja vorstellen, dass in so schweren Zeiten auch mal gute Nachrichten in Weißenfels uns allen gut tun, und insofern freue ich mich sehr, dass das so geklappt hat, und mir geht es hervorragend, die Arbeit macht Spaß, aber wir haben alle Herausforderungen momentan, die ich habe so nicht kommen sehen, und trotzdem ist es wichtig, auch das Breite Kreuz auch weiter zu sein für die Stadt und auch da Gas zu geben, um positiv in die Zukunft zu schauen, bei allem, was jetzt momentan schwer ist. Ja, wie soll es jetzt gerade in dieser Zeit weitergehen? Das sind die Mittel da, aber da steht ja auch noch Beschlüsse stehen ja noch im Raum. So, wenn ich mich erinnere, 20. Oktober, ne, wo das erst noch im Stadtrat beschlossen werden soll. Wie kriegt man das jetzt? Was soll gemacht werden? Wann soll begonnen werden? Und wie kriegt man, Sie haben es gerade selber gesagt, das in der Zeit jetzt alles noch unter einen Hut? Also wir befinden uns gerade in einer absolut verrückten Zeit. Baupreisentwicklung ist schier nicht erkennbar, wo wird es noch hingehen. Jeder Einfamilienhausbauer, der jetzt vorhatte, Häuser zu bauen, der wird jetzt den Teufel tun, Dinge zu bauen. Und so werden wir auch in der Stadt damit anders umgehen müssen. Wir müssen die Lage jetzt bewerten. Ich habe auch schon in der Stadtverwaltung gesagt, es wird jetzt die Zeit sein für konzeptionelles Arbeiten. Und wir werden uns in den nächsten Jahren vor allem da stark machen, dass wir planerisch und auch kreativ uns innerhalb der Verwaltung die Zeit nehmen, um Dinge zu entwickeln. Und so ist es auch mit dem Gloria. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in ein Premium-Projekt gekommen sind. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, was das eigentlich für ein Ausmaß hat, dass wir eines von 18 Projekten in ganz Deutschland sind, das gefördert wird. Und das sind 800.000 Euro, die für die Planungsphase 1 oder Leistungsphase 1 bis 4 vorgesehen ist. Das heißt, dass wir jetzt vorhaben, das ganze Gloria unter den Rahmenbedingungen eines Innenraumspielplatzes, hochwertiger Innenraumspielplatz mit verschiedenen Höhen, in diesem alten Gebäude, mit Anbindung an Gastronomie, mit dem Außenbereich, das alte Gebäude, was dort nebensteht, im Güterbahnhof soll abgerissen werden. Der ganze Außenbereich soll neu arrondiert werden, so nennt sich das städteplanerisch, und soll sich dort nochmal neu in das ganze Neustadtquartier, was sich ja dann dahinter entwickelt, einfügen. Und das ist ein Aufbruch eigentlich für unsere ganze Stadt. Sie wissen, dass die Neustadt ein Problemviertel ist. Und wir wollen nicht nur mit Law and Order, mit Recht und Ordnung, wo ich auch sehr dahinter bin, dagegen wirken, sondern wir wollen auch positive Dinge anschieben. Und dazu gehört das Gloria, um dieses Scharnier zwischen Altstadt, die auch vor Herausforderungen steht, Innenstadt, Jüdenstraße, und eben auch die Neustadt, dass wir das positivieren, und das machen wir mit diesem Projekt. Und jetzt werden Architekten also in einem Wettbewerb aufgefordert, nachdem wir die Beschlüsse gefasst haben, dass wir uns mit der Richtung, die ich eben gerade beschrieben habe, dass wir dort einen Planungswettbewerb ausrufen, und der wird hierüber gefördert. Und damit haben wir schon einen großen Teil am Ende der ganzen Bevölkerung eigentlich aufmacht, welche Möglichkeiten das Gebäude an sich hat. Jeder hat tolle Ideen, und es soll kein Gemischtwarenladen werden, das ist klar. Ich kann auch nicht alle Wünsche erfüllen. Viele denken, Mensch, ich habe das erste Mal da geknutscht, das wäre doch toll, wenn ich da auch wieder das erste Mal wieder knutschen könnte, auch meine, die nachfolgende Generation, oder mal einen Kinofilm sehe. Das ist heute in der Region hier so nicht mehr machbar. Vielleicht gibt es ein kleines Szene-Kino, was noch mit eingebaut werden kann, aber es soll ein Aufbruch sein für junge Familien, für Kinder, für Jugendliche, aber eben auch für die Leute aus der Stadt. Aber es soll auch ein Leuchtturm sein in der ganzen Region. Und das ist das Gloria, und da sind wir auf einem guten Weg. Das klingt gut. Jetzt, wenn ich so Fördermittel sehe, und ja, dann gibt es doch meistens bei den Fördermitteln, wenn sie dann bewilligt werden, auch einen Zeitrahmen. In der Zeit muss das Ganze über die Bühne gehen. Ja. Ist das jetzt hier auch so? Das ist immer so. Man hat immer einen gewissen Zeitraum. Wir werden die vorgegebenen Jahre, 4 Jahre,
jetzt nochmal straffen, zusammenlegen, damit wir vorwärts kommen. Unsere Abteilungen sind, die kratzen mit den Hufen, die wollen vorwärts kommen. Und deswegen wollen wir auch das Zeitprogramm etwas straffen. Das gilt auch für andere Projekte. Ich will das nicht zu einem langen Kaugummi werden lassen, sondern wir müssen vorwärts kommen, ich will an Ziele kommen. Und das ist eben an diesem Projekt auch so. Wir wollen, dass wir an dieser Stelle dieses Projekt als erstes in dieser planerischen Phase begleiten. Aber darüber hinaus werden wir auch im nächsten Jahr den Folgeantrag stellen. Das habe ich mit dem parlamentarischen Staatssekretär Bartol aus dem Bauministerium schon besprochen. Wir haben den Fuß in der Tür und Sie wissen, ich habe große Füße. Die lasse ich da jetzt auch nicht so einfach rausgleiten, sondern da gehe ich wieder rein und wir holen hoffentlich auch weitere Millionen für das Projekt. Denn das ist das Ziel, dass wir ans Ziel kommen. Und man hört jetzt erstmal Planungsphase 1 bis 4, es geht bis 9. Ja. Da kommt der große investive Teil, den werden wir fördern lassen und wir werden auch dort eine hohe Fördersumme akquirieren können, weil wir eben den Fuß in der Tür haben. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Abwassermillionen, die immer seit Jahren schon durch die Münder der Stadtgesellschaft gehen. Dort werden wir auch einen Teil reinbringen können, um das Gloria-Projekt vorwärts zu bringen. Ich habe gerade so in diesen Unterlagen ja schon mal geschaut. Also man rechnet ja jetzt in der Stadt mit ungefähr 10 Millionen Euro, was die Sanierungskosten dann am Ende sich belaufen. Ist das so? Bei Zahlen mache ich mir jetzt, Sie verfolgen das auch im politischen Raum, auch die große Politik, wenn dort Zahlen genannt werden, da kommen wir nie an. Das wäre schön. Ich will da zunächst sagen, ob es 10 Millionen oder 15 Millionen sind. Ja. Das werden wir am Ende sehen, was es am Ende geworden ist. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn man ein Projekt anfängt, dass man es zu Ende bringen muss an dieser Stelle. Und wir haben die Verantwortung jetzt für das Gloria. Das ist für unsere Prioritätenliste auf der obersten Stufe, weil wir jetzt hier auch an dieser Premium-Projektschiene festhalten wollen. Und das ist eine Chance für die Stadt und das ist ein toller Aufbruchsmoment für das Gebäude. Der Stadtrat steht hinter Ihnen? Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Stadtrat, auch wenn das in den letzten Jahren schwierig geworden ist. Ich habe es zu eigen gemacht, auch nochmal da zu gucken, dass wir Dinge vorbesprechen. Die Fraktionsvorsitzenden zunächst einmal ins Boot holen, die Fachexperten aus dem Rathaus zusammenzurufen, die miteinander an einen Tisch zu bringen und sagen, was haben wir jetzt vor? Welche Rahmendaten müssen wir erfüllen? Und ich habe das in den Hauptausschuss, Stadtentwicklungsausschuss auch schon angesprochen. Ich merke eine hohe Zustimmung innerhalb des Stadtrates und das ist auch ein gutes Zeichen für unsere Stadt, dass die auch nun diesen Aufbruch, ist ja nicht nur der neue Bürgermeister, sondern es sind ja auch neue Fachbereichsleiter, dass das aufgenommen wird und ein guter Rückenwind ist für die Zukunft. Und das ist auch ein gutes Zeichen in schlechten Zeiten. Wir können hier positiv wirken, gemeinsam. Wenn wir an einem Strang ziehen, dann haben wir ganz viel geschafft. Das ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Dann wünschen wir viel Erfolg. Hoffen, dass uns die Zukunft nicht allzu viel Schlechtes noch beschert. Ja, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Schönen Dank. Immer wieder gerne. Vielen Dank.